Fehler. Und dann fängt er an, mir was zu erklären und ich verstehe kein Wort. Ich habe alles auf Japanisch fragen können, erklären, was ich suche. Und dann so, ja hier, und die normale 13-Ausgabe und dann fängt er auf Japanisch an und ich verstehe kein Wort. Wie gut es ist. Und hast du beide Mangas gefunden? Nein, nur den 12er. Den 13er gibt es nur mit der DVD. Ja und? Der kostet dann 3.400 statt 400. Also übrigens, wir sind jetzt gerade in sowas wie in den Ultra-Comics, nur in Japanisch halt und in groß. Also das ist eigentlich ja wirklich ein Manga-Laden. Da gibt es auch die ganzen Blu-Rays dazu und ich suche gerade mal Soundtracks raus. Und hier gibt es dann die Sword Art Online und ReZero, Alter. Richtig geil. Feier ich gerade mega ab hier. Wollen wir reden? Was ist das? Ein T-Shirt. Geil. Hammergut. Und dann gibt es halt hier richtig viel, so viele Animes und Mangas. Das ist Sachen, die du hast noch nie gesehen. Vor allem, das ist so mega heftig. Selbst der Anton hat das noch nicht gesehen. Okay, das war jetzt eine Ausnahme. Aber sonst, es gibt so viel, wirklich. Die sind noch viel kleiner als bei uns, die Mangas, so die Standard. Hier ist ein ReZero, voll klein, aber krass. Nicht weitergehen, das ist nicht für die Kamera geeignet. Ja. Ja. Jetzt denken alle, ich bin perverser, aber das macht mir nichts. Ich bin ja in Japan. Hier gibt es auch Schuluniformen. Die original getragen wurden aus der Serie. Naja, ist schon mal ein guter Titel. Bang Dream, oder? Wie ich halt Fate Grand Order noch nie gehört habe. Prototype. Die ganzen Ableger vom normalen Fate, Straight Night. Yeah. Richtig. Fate Prototype ist der neue, den gibt's auf Netflix. Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Anton schafft es doch, seinen, sehr kleinen, aber seinen Döner in Japan zu kaufen. Der sogar mit einem Spielchen essen muss, weil es so klein ist. Nicht so gut? Ja, verkackt Japan. Tut mir leid. So, jetzt gucken wir mal schnell hier rein. Okay, das muss ich jetzt, das filme ich jetzt für alle One Piece Fans und für Kevin. Und Anime Fans generell. Denn hier gibt's Essen in Anime Form. Sau cool, ey. Naja, das wird viel Videomaterial mit dem letzten. Aber es gibt auch so Puppen zum selber ankleiden oder halt handgemachte. Jetzt halt auch richtig krass, auch lizenzierte. Und es ist dann hier schon richtig teuer. Und irgendwie auch creepy, ich weiß auch nicht warum. Ich find's irgendwie creepy. Hände und was. Nackte Figuren. Nein, nackte Ersatzteile. Nackte Ersatzteile. Braucht man halt schon mal. Aber krass, da ist er nochmal aufgebaut. Es gibt sogar Unterhöschen und Augen und Höschen. Und Schuhe. Und Schuhe. Und Schuhe. Und Halsbänder und Handschellen. Und Strapse. Alles, was man so braucht. Und kleine Reisbällchen. Ist ja krass. Cool. Das erste Richtung Gundam, glaube ich, alles. Was zur Hölle? Okay, hier gibt es auf jeden Fall auch noch so Power Ranger Style mäßig Gundam alles. Viel zum selber basteln. Krass. Oh, meine GoPro quant hier fast ab. Wir sind auf jeden Fall hier mit Gundam. Achso, ist eigentlich dann Transformers, was Japanisches hier, ne? Ja. Also nein, Transformers selbst nicht. Was zur Hölle? Hier gibt es einen Metal Gear Rex zu kaufen. Ja, hier schon wieder. Und Metal Gear? Haben die alle auch. Das sind keine Transformers. Wow, wie viel kostet der, Alter? Da steht irgendwas drauf, ich kann es nicht lesen.
Schau mal hier, da gibt es die auch. Ich hätte so gerne Metal Gear 1, Alter. Schau mal, hier 8. sind die Preise. Da ist er, Metal Gear Rex, das ist er, 9.100. Metal Gear, der 2er, 8.400. Schau mal, kennst du den noch? Bumblebee? Und ein Rockman. Rockman und noch ein Rockman. Oh Mann, Tails. Der ist auf Xenia, riesengroße Figuren. Oh, wie teuer, Alter, fast eine Runde. Okay, sind mal die High-End-Figuren, ey. Was ich sagen muss, teilweise echt günstig dafür. Okay, die sind noch richtig cool aufgemacht. Live-Action. Richtig cool. Und oh, der Batman kostet 1.400. Oh, nicht zum Verkaufen. Huch. Achso, das sind die Boxen, in die du dann die Figuren rein tun kannst. Okay. Aber die hättet ihr bestimmt auch gerne. Also wir waren jetzt gerade schön shoppen. Jeder hat ein bisschen was gekauft. Ich habe gar nicht so viel gekauft. Ich habe nicht so viel gekauft. Ich habe zwei Sachen gekauft. Und darunter ist, habe ich halt einfach mal dreisterweise einfach mal eine PlayStation 1 für 300 Yen, also für 2 Euro noch was gekauft. Ich habe zwar eine, aber die ist mir letztens runtergefallen in der Vitrine. Und halt noch eine Figur. Und ich habe festgestellt, dass wir blöd sind. Ja, und wir haben festgestellt, dass wir blöd sind, weil wir sind jetzt einfach mal in den Drogeriemarkt gegangen, der gegenüber von unserem Family Markt und den 7-Eleven Stores ist. Wir haben ja schon gesagt, dass die wahrscheinlich sehr teuer sind. Und jetzt haben wir halt gesehen, okay, kacke, die sind halt einfach mal übers Doppelte teuer. Also so eine Nudelportion hier für 100 Yen, die kostet drüben 230. Also für alle, die mal nach Japan wollen, nicht dort einkaufen. Außer vielleicht Geld abgeben, weil es kostenlos ist. Aber nur im 7-Eleven ist kostenlos. Nur im 7-Eleven ist kostenlos, die Kreditkarten. Nur so als Tipp. Und dann ansonsten schaut in anderen Märkten, aber nicht in denen. Da gibt es genau das Gleiche und es kostet halt einfach wirklich... Für 101 Euro. Für ja, 101 Euro plus für. Okay. Ja. Statt 140. Die haben auch überall woanders haben die auch viel, viel mehr gekostet. 180 mindestens. Ich habe nirgendwo drüber gesehen. Wenn nicht sogar noch mehr. Naja, okay, dann wissen wir jetzt auch Bescheid. Am letzten Tag, eigentlich so ziemlich am vorletzten Tag. Aber ne, dann wäre es halt mal die Hälfte vom Geld gewesen. Aber war trotzdem jeden Cent wert. Geh. So, dafür, dass wir heute so spät angefangen haben, heute Abend. Dafür, dass wir heute doch so spät aus dem Haus sind, haben wir doch sehr viel gesehen, muss ich sagen. Also ich bin schon wieder ein bisschen kaputt. Ja, ein Fluss, zwei Gebiete angeschaut, Anime-Viertel wieder, oh, ja. In Osaka gefunden. Ja, und jetzt gehen wir wieder bei unserem Lieblingsrahmen, das kennt ihr ja hier. Sind wir wieder essen. Mit der XXL-Portion und ja... Das war es eigentlich so weit für heute. Haben wir gar nichts groß gemacht. Und ja, halt. Bisschen unterwegs gewesen. Vielleicht noch Pachinko-Halle nochmal. Was so schön laut ist. Und das war es dann auch. Ansonsten haben wir uns morgen, ist dann schon der letzte Tag. Und dann geht es schon wieder nach Hause. Doch, komm. Ich muss auf jeden Fall wieder herkommen. 100 Pro.